Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier wirklich ein ganz, ganz langes Spielzeug für euch. Das hier ist ein Schwert, ein Katana, ein Ninja- oder auch Samurai-Schwert zum Karneval. Hergestellt wurde es von Wittmann und ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Es sieht auf jeden Fall schon mal super cool aus. Ich frage mich, wie die Klinge aussieht. Die wird wahrscheinlich nicht scharf sein. Es ist natürlich ein Spielzeug, nicht dazu da, um zu kämpfen. Vielleicht schon, aber nicht, um Leute damit zu verletzen. Wir packen das Samurai-Schwert jetzt einfach mal aus und schauen es uns genauer an. Hier an dem Schwert ist jetzt noch so eine schwarze Schlaufe. Ich denke mal, das ist dazu da, damit man sich das Schwert umhängen kann. Da muss man es nicht die ganze Zeit tragen. Und Ninjas oder Samurais, die tragen das ja auch manchmal so auf dem Rücken. Der Griff fällt vor allem auf, weil der so golden ist. Außerdem ist hier zusätzlich noch so schwarzer Stoff oder so ein Band drum gewickelt am Griff. Dann haben wir hier die Schwertscheide. Ein paar Sticker, beziehungsweise nur einen einzigen, obwohl dieser Griff ist, glaube ich, auch mit einem Sticker umwickelt. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich dachte erst, das ist ein Fisch, könnte sein. Oder ein Rochen oder sowas. Wir schauen mal in das Schwert hinein. Ah, okay. Also es ist aus Kunststoff. Es lässt sich eindrücken, also es ist auch ein bisschen hohl. Hier hat man dann noch so eine Kerbe drin. Und es ist natürlich nicht gefährlich, nicht scharf oder so, sondern lediglich zum Spielen eine Attrappe für das Kostüm. Also ich denke mal, es ist gar nicht so schwierig, sich als Ninja zu verkleiden. Man braucht einfach so ein Schwert und dann kann man, wenn man will, sich einfach komplett schwarz anziehen und so ein bisschen böse gucken, wie auf diesem Bild hier, und schon ist man ein Ninja. Also vielleicht ein weiteres Last-Minute- Karnevalskostüm, wenn ihr keins habt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, als was ihr zu Karneval geht. Verkleide ich mich überhaupt? Ich hatte mich ja schon mal als Elsa verkleidet. Also wenn, würde ich, glaube ich, wieder als Elsa gehen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!